Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Snapshot. Es ist Pre-Release 1 bis 3 rausgekommen. Und für alle, die meine Videos schon länger verfolgen, ganz kurze Erklärung, bevor wir hier mit dem Snapshot weitermachen. Ich war letzte Woche ziemlich krank, lag die ganze Woche im Bett und konnte dementsprechend keine Videos aufnehmen und hochladen. Jetzt geht es mir wieder besser. Also gibt es diese Woche wieder voll viel Action, was das angeht. Gut, so viel dazu. Dann kommen wir erstmal zu sehr wichtigen Informationen. Also die 1.15 rückt immer näher. Und ich gehe jetzt erstmal ganz kurz pennen. So. Gut. Erstmal ganz wichtig, wann kommt die 1.15 überhaupt raus? 1.15 kommt am 10. Dezember 2019 raus. Ja, ihr habt richtig gehört. Die 1.15 steht nächste Woche vor der Tür. Das ist übrigens ein Dienstag für alle, die jetzt keine Lust haben, zum Kalender zu latschen. Gut. Wichtig ist Folgendes. In früheren Versionen war es so, dass man mit Tintensäcken diese Dark Prismarines gecraftet hat. Das wurde jetzt geändert. Jetzt macht man das gleiche Rezept, nur eben mit schwarzem Farbstoff. Also ihr braucht Tintensäcke und die müsst ihr dann in Farbstoff umcraften. Ansonsten macht es ja keinen Sinn, diese Farbstoffe einzuführen. Des Weiteren wurden wieder Chunk Rendering und Leistungsverbesserungen hinzugefügt. Also die Chunks werden jetzt besser geladen und es sollte nicht mehr so stark laggen, wenn man von den Spawn-Chunks in andere Chunks geht. Genau. Bienen können nur noch von vorne ins Bienennest rein und raus. Gut, das ist auch schon in dem letzten W-Snapshot dazugekommen. Bei den Betten gibt es eine Änderung. Und zwar, wenn man jetzt zum Beispiel ein neues Bett hat. Ich habe hier jetzt zwei. Das ist mein Hauptbett und das ist irgendein anderes Bett. Wenn man da jetzt einen Rechtsklick drauf macht, steht hier jetzt im Chat, dass der Spawnpunkt umgelegt wird. Also man muss nicht unbedingt ins Bett gehen. Das war auch in den vorherigen Releases der 1.14 so. Um eben den Spawnpunkt umzusetzen. Aber jetzt wird es halt nochmal ganz schön hier im Chat gesagt. Und so kann man halt immer hin und her wechseln. Gut. So viel dazu. Dann gab es eigentlich nicht mehr allzu viel. Es ist jetzt noch was für Resource Pack Leute hinzugekommen. Und zwar wurde das Pack-Format mal wieder geändert von Pack-Format 4. Also das muss in die... wenn man ein Resource-Pack macht, dann muss dieses Pack eine Richtlinie sozusagen haben. Dafür ist die Pack.mc-Meta da. Und in der steht, zumindest in der 1.14, Pack-Format 4 drin. Das muss auf 5 geändert werden. Ansonsten wird das Spiel das zwar erkennen, aber erkennt das als inkompatibel und wird rot markiert. Dazu gehen wir mal ganz kurz hier in Options. Und wie ihr seht, ich habe hier, ja, ganz kurze Eigenwerbung. Für die 1.15 kommt nämlich mein eigenes Resource Pack raus, das ich auch schon für ältere Versionen habe. Ich habe es nur ein bisschen überarbeitet. Dazu gleich mehr. Genau. Und alte Packs sollen besser unterstützt werden. So viel zumindest dazu. Und dann wurde noch was ganz, ganz Wichtiges geändert. Hier. Vorher war es so, dass dieses ein bisschen bläulich angehaucht wurde, wenn man hier auf einem Button war. Das ist jetzt weiß und besser sichtbar. Wird sich Mojang wohl was bei mir abgeschaut haben, denn ich hatte das schon vorher in meinem eigenen Pack drin. Gut. Aber das wollte ich nochmal gesagt haben. Jetzt zu meinem Pack. Ich weiß, es gehört nicht zum Snapshot dazu, aber wenn die 1.15 rauskommt, gibt es auch einen Download-Link dafür. So, ich lade mein Pack jetzt mal ganz kurz.
Das gehört zwar nicht mehr zu den Snapshots dazu, aber wie ihr seht, habe ich das schon vorher gemacht. Ist ein bisschen anders, ist gewöhnungsbedürftig, ist übrigens auch schon dafür die Augen, mein Resource Pack. Wundert euch aber nicht, dass alles grün ist. Das habe ich extra so gemacht, weil man das eh besser lesen kann als dieses hässliche Weiß. Sobald die 1.15 raus ist und ich das Pack auch fertig habe, es ist noch nicht ganz fertig. Wenn es fertig ist, dann gibt es auch ein extra Video und da findet ihr dann in der Beschreibung den Download-Link für diese, für dieses Resource Pack. Es ist dann auch immer bestellt mit 1.15 und so weiter. Gut. Dann war es das hier in dem Punkt eigentlich auch schon mit den Snapshots. Eine Sache hätte ich beinahe vergessen, und zwar Füchse. Das Spiel erkennt jetzt Füchse nicht mehr als Spieler, also Füchse sind definitiv Entitäten und keine Spieler. Genau. Und sie können jetzt halt auch wieder in jedem Tiger-Biom spawnen. Das war nämlich vorher ein Bug, dass das nicht ging. Jetzt geht das wieder. Gut, dann, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, was jetzt Snapshots angeht, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr möchtet. Und ja, dann sehen wir uns in anderen Projekten wieder, zum Beispiel in meiner Redstone-Villa, die ich am Bauen bin. Gut, ich sage bis zum nächsten Video und ciao, Leute!